Die Zwiebel gehört weltweit zu einer der beliebtesten Gemüsesorten. Sie ist nicht nur lecker, sondern auch extrem gesund und liefert unseren Körper neben Kalium, Vitamin C, Vitamin B wichtige Antioxidantien, die im Körper als Radikalfänger verwendet werden. Deshalb machen wir uns heute einen herrlichen Zwiebelkuchen. Als erstes machen wir uns den Boden bzw. den Rand für unseren Zwiebelkuchen. Dafür nehmen wir 180 Gramm Vollkorn-Dinkelmehl, 150 Gramm Magertopfen, 70 Milliliter Magermilch, 10 Gramm Olivenöl und eine Prise Salz. Das Ganze verrühren wir so lange, bis es diese Konsistenz erhalten hat. Als nächstes braten wir uns kleine Hühnerbruststücke und etwa 700 Gramm in Scheiben geschnittene Zwiebeln an. Jetzt nehmt ihr 150 Gramm Magertopfen, gebt 25 Gramm Kartoffelstärke, 3 Eier und 200 Milligramm Magermilch dazu. Verfeinert das Ganze mit Petersilie, Knoblauch, Salz, Pfeffer und Chilipulver und gebt euer Huhn und euer Zwiebel dazu. Wenn ihr das habt, nehmt eine Backform oder eine Kuchenform, verteilt euren Teig gleichmäßig darin und füllt eure Zwiebelmasse hinein. Jetzt gebt ihr euren Zwiebelkuchen für circa eine Stunde ins Backrohr bei 160 Grad. Unser Zwiebelkuchen hat auf 100 Gramm gerechnet 105 Kalorien, 2 Gramm Fett, 12 Gramm Kohlenhydrate und 9,5 Gramm Eiweiß. Das war's wieder für heute. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und falls ihr nichts verpassen wollt, abonniert einfach den Kanal. Bis dahin, viel Erfolg beim Nachmachen. Ciao.